ich bin Nara und willkommen auf meinem Kanal. Heute gebe ich euch ein paar Tipps, wie ihr gut ausgestattet für eine Fahrradtour, also was ihr alles für eine Fahrradtour braucht. Als erstes fangen wir mit einem ganz wichtigen Punkt an, den Helm. Ihr könnt ihn überall kaufen, also ist auch kein Problem. Und der schützt euch einfach vor, wenn ihr hinfällt und ja. Okay, als zweites könnt ihr eine Brille haben, die vor Sonne schützen kann oder vor Fliegen, die halt in die Augen gehen halt. Okay, dann mit der Kleidung, also ihr solltet halt eine Fahrradkleidung anziehen, halt kurze, aber auch lange, also damit ihr alles schon ausziehen könnt. Zwiebelschalenprinzip, wie beim Wandern. Und dann solltet ihr eine passende Hose haben, also hier mit Belag, also hier. Sieht zwar ein bisschen dumm aus, wo ich beim ersten Mal Fahrrad fahren wollte, da war die voll unangenehm und ich wollte sie nicht anziehen. Und dann bin ich halt das erste Mal ohne diese Hose Fahrrad gefahren und das war dann mega unangenehm und am nächsten Tag hat mir mein Po so weh getan, also ja. Und dann empfehle ich euch eine Fahrradhose sehr und dann die Handschuhe hier, also Fahrradhandschuhe, damit ihr hier nicht abrutscht, weil die sind dazu gut da. Weil ohne Handschuhe könnt ihr leicht abrutschen, wenn ihr einen huckligen Weg geht. Dann noch Schuhe, also hier Schuhe, damit sie halt geschlossen sind und keine Sandalen oder so. Und dann könnt ihr auch gerne noch hier notfalls, wenn ihr irgendwie eine kleine Panne habt, hier Schlauch und so, also so kleine Sachen halt für den Reifen und so, also Luftpumpe oder so. Aber die sollen echt nur klein sein, nicht, dass ich den ganzen Platz hier weg habe. Und natürlich ist das Allerwichtigste Proviant, weil ich esse sehr viel und ohne Essen geht bei mir in eine Fahrradtour gar nichts. Und natürlich das Allerwichtigste, was ihr dazu braucht, ist das Fahrrad. Also ohne das geht ja eine Fahrradtour nicht. Und natürlich auch ganz wichtig, dass ihr immer zwischendurch mal was trinkt, weil ja, das ist auch gut. Okay, dann sind wir ja hier schon super ausgestattet für eine Fahrradtour. Also können wir doch gleich mit dem Fahrradfahren loslegen. Dazu gibt es ein anderes Video, wo ihr mich begleiten könnt. Okay, dann besorgt euch die Sachen und ich freue mich schon auf die Fahrradtour. Ciao!